Idiota. Ich habe gesehen. Was hast du gesehen? Ein Krokodil. Okay, das Krokodil, schreibe bitte, das Krokodil. Okay, frisst, nein, Lorelei, Akkusativ, der Hut, das heißt ihn, frisst ihn, den Hut, frisst, zweites Verb, ja, frisst, ihn, weil er, das heißt Anton. So, Lorelei, jetzt liest bitte die Geschichte. Die Geschichte mit dem Regenschirm. Es lebt ein Junge namens Anton. Er ist 8 Jahre alt. Anton hat eine Schwester und einen Bruder. Anton will spazieren, aber das Wetter ist sehr windig, stürmisch. Die Geschwister von Anton machen gar nichts. Anton mit seinem Regenschirm geht spazieren. Aber der Wind war so stark und Anton begann langsam zu fliegen. Sein Hut fliegt auch in den Himmel. Ein Krokodil schaut der Hut und frisst ihn. Wenn es regnet, bitte nicht spazieren gehen. Sehr gut. Okay, gut. Die Geschichte vom fliegenden Robert. Also, er heißt Robert. Weiter. Wenn der Regen wieder raus, wenn der Sturm das Feld durchschaut, bleiben Mädchen oder Buben, Buben hüpst daheim in ihre Stube. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein. Und im Felde marschiert er mit dem Regenschirm umher. Oui, wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht den Schirm, erfasst der Wind und der Robert fliegt geschwind. Geschwind, Geschwind. Durch die Luft so hoch, so weit, niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken strömt er schön und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort, durch die Wolken immer fort. Und der Hut fliegt weiß voran, stöpst zu Selze am Himmel an, wo der Wind sie hingetragen, ja, der weiß ganz Mensch zu sagen.